So, meine lieben Zockerfreunde, wir sind wieder dazu, oder ja, ihr seid wieder dazu, Pokémon Crystal, oh yeah. Folge, frag mich nicht mehr so schweres, 42, glaube ich. Ja, seit dem letzten Mal hat sich im Team sehr viel verändert, finde ich, weil ihr habt ja die Bilder gerade schon gesehen, what the fuck, dachte ich nur so. Und ja, ich habe trainiert, und zwar, ja, alle auf Level 37, aber ich sehe gerade, die sind nicht nach KP sortiert, das ist aber schlecht. Dafür gibt es gleich aufs Maul. So, meine lieben Freunde, ja, Flori hat Level 37 erreicht und Pity Kitty ebenfalls. Ich habe die beiden trainiert, doch und nöcher. Und ja, ich will ganz ehrlich zugeben, ich habe dafür auch ein bisschen getrickst. Und zwar mir, warte mal, mal gucken, sind die überhaupt noch an? Ja, die sind noch an, das muss ich mal ganz schnell entfernen. Hier, Moment schön, klicke, klick, 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 so. Da geht's schon weiter. Ja, ich habe dafür mir ein paar wilde Pokémon geholt, die man sonst nicht kriegt, die viele XP geben, damit das Training nicht so lange dauert. Das tut mir ganz doll leid. Und ja, deswegen ging es etwas schneller für mich, aber das beeinträchtigt euch in keinster Weise. Von daher, no problem. So, ich war auch nochmal einkaufen, habe mich noch mehr mit Scheiß eingedeckt, den ich nicht brauche. 50 Limos, 35 Übertränke, Topschutz nochmal, Beleber nochmal. Na, okay, Beleber, ich kann nicht mehr einkaufen, Hyperheiler nochmal drauf und so. Ja, schon fette Geschichte und ja, ich glaube, so gerüstet können wir eigentlich nichts falsch machen, wenn wir uns jetzt in, oder nach Neuborkia begeben. Und dort, ja, uns auf dem Weg mit dem Surfer Richtung Liga machen, weil ganz ehrlich, ja, es ist soweit, ne? Übrigens will ich erklären, was sich im Team verändert hat, ne? Flori hier, ne? Hier mal Cookie Lucky Lucky machen, hat man gerade mal 100 KP erreicht auf Level 37, das ist nicht wirklich viel. Die Attacken sind immer noch nicht so, wie sie mir gefallen irgendwie. Blitz ist, naja, notdürftig. Donnerwelle, okay. Donnerschock ist, naja. Und die Triplette ist, naja. Also so ungefähr läuft's gerade aktuell. Die Werte sind eigentlich, ja, geht so, ne? Ist in Ordnung. So, Psyana hat natürlich, ja, bis auf Verteidigung eigentlich, ist da eigentlich in allem besser, oder? Sogar eine KP. Was ist das fett, Alter? Okay, also, Psyana hat übrigens Psystrahl gelernt und nicht, wie ich vermutet habe, Ende 20 oder so, sondern erst Level 36. Hätte ich also Konfusion nicht gelernt, hätte ich bis jetzt warten müssen, bis ich eine Psychattacke nutzen kann. Nein! Da war gut, dass ich mir die Konfusion geholt habe. Ihr seht schon, die ist auch sogar noch etwas abgenutzt. Das finden wir nicht schön und gehen uns deswegen da weg nochmal heilen. Das habe ich doch vergessen. So, Mama, heilst du mich hier in dem Spiel? Ich glaube, das war hier gar nicht, ne? Ja, du bemüßigst ja, ich hab dein Zimmer aufgeräumt. Oh, so, man, das ist wegen dem Geld, nö. Es ist damals ja vorüber. Ja, könnte sogar Glaffex sein, aber egal. Ich habe die Uhr mittels Realtime-Clock vom Emulator umgestellt. Das war kein Problem für mich. Aber ich glaube, die Sommerzeit wurde letztens Jahr wieder umgestellt. Ey, ich will mich heilen. Ich will meine Pokémon heilen. Und dann es verpeilen. Okay, der war schlecht, ich weiß. Nein, habe ich doch. Ging doch schnell. Kam mir so schnell vorbei. Keine Schwester, Joy. Ja, komm bald wieder vorbei. Ich dachte immer so, hey, lass mal Böppel auf die Fresse boxen, weißt du? So. Achso, Quatsch, Pokédex bräuchte nicht. Obwohl, ich glaube, im Pokédex steht jetzt ein neuer Pokédex-Eintrag drin, den ich vorher noch nicht gesehen habe. Weil das halt ein Pokémon war, was sich irgendwie gelohnt hat, es zu schlitzen, weil es einfach viele XP gibt. Und das war, mal gucken, wo finden wir es? Ich habe keine Ahnung, wo das gerade steht hier. Da, Nidoqueen habe ich vorher noch nie gesehen, habe ich mir als wildes Pokémon geholt, weil da halt unsere Pity Kitty gut gegen ankommen ist mit ihrer Konfusion. Das war ziemlich geil. So, aber gut, jetzt Surfing Action auf zur Pokémon Liga, yeah. Aber erstmal springt mich ein wildes Pokémon von der Seite an. Yay, ein Tentacher. Okay, Level 20 ist no problem. Steht das eigentlich auf der Liste? Nö, 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 nö. Nö. Niemand wollte ein Tentacher sein, kann ich niemand verübeln. Ist jetzt nicht gerade das hübscheste Pokémon, ich mag Tentacher und Tentoxa irgendwie nicht. Die sind einfach glitschige Gammelquallen. Ihr wisst schon, weil ich meine, ne? Swoot. Paar XP-Farm von mir aus. So. Aber linear will ich eigentlich erstmal. Oh mein Gott, er springt uns direkt an. Hey, weißt du, was du gerade getan hast? Du hast deinen ersten Schritt in Kanto gemacht. Warte, wer ist mit Kanto, hä? Sieh auf die Karte in deinem Pokémon.
Ihr hört doch, die Musik hat sich gerade einfach mal verändert. Weil, ja, der gute Herr hat recht, wir sind das erste Mal jetzt in Kanto angekommen, weil... Ja, das sieht irgendwie sehr nach der gelben Edition aus, nicht wahr? Bloß, dass halt der linke Teil hier irgendwie so ein bisschen dazu addiert wurde. Denn die Johto- und Kanto-Regionen liegen ja direkt nebeneinander, im Gegensatz zum Rest. Wo kann man hier hin surfen? Ich werde meinen Superschutz nutzen und das rausfinden. Ich weiß gar nicht, welche Pokémon die Level in der Liga sind. Ich hoffe mal so Anfang 40 maximal, sonst bin ich voll am Arsch. Das wäre nicht so gut, dann wäre ich ein Barsch. Twing, ein Sonderbonbon. Schön, geil. Kann man immer gebrauchen. So, dann lass mal nochmal surfen. Surf zur Pokémon Liga, yeah, legendär. So, ich glaube, hier brauchen wir jetzt sogar Kaskade, kann das sein? Nein, wie scheiße. Ja, und nu? Ich brauche Kaskade, Mann, das ist doch mal fies. Ich wollte doch so weitergehen hier, Manno. Ich könnte natürlich Sakulina Kaskade beibringen, das könnt ihr natürlich lernen, aber... Das will ich gar nicht so wirklich. Die hat nämlich eigentlich aktuell so eigentlich vernünftige Attacken, die ich hier gar nicht wegnehmen will. Das finde ich aber nicht so gut. Okay. Na, lass den hier ändern. Dann fliegen wir mal nach Rosaria City. Das ist die erste Ecke, wo ein Pokémon-Center gibt, wo ich meine Pokémon austauschen kann. Dann müssen wir unseren lieben Enderman mitnehmen. Weil der kann Kaskade und Whirlpool. Eigentlich könnte man ihm auch noch Stärke beibringen. Dann wäre er ein absoluter Vollsklave. So, wen lassen wir dafür jetzt zu Hause? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Wen lasse ich jetzt zu Hause? Das weiß ich gerade nicht. Sakulina zu Hause lassen? Ungerne, Mann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oder Florin? Nee, der ist gut gegen Wasser-Pokémon. Uns fehlte einfach bisher immer ein Elektro-Pokémon. Den können wir denn noch zu Hause lassen? Unseren Starter? Troava brauchen wir zum Fliegen. Schwere Auswahl, Leute. Schwere Auswahl. Was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich voll der Gelackmeierte hier. Naja, nur bis... Ich hoffe, wir müssen bloß bis dahin unseren Kaskade-Heidi mitnehmen. Ansonsten wäre es problematisch. Ich lass mal Jones so lange zu Hause. Tut mir sorry und so. Ist jetzt nichts Persönliches. Aber wir müssen es ja irgendwie machen, ne? So. Moment. Wo ist er denn? Da ist der liebe Enderman. Der nicht mal richtig rendern kann. Oder unser Gyrosdos oder auch unser Gyravindos, ne? Garavindos, genau. Da kann man super Witze draus machen. Und warum ich von Garados auf Gyrosdos bekommen muss, ich weiß nicht. Da muss ich mal einen Kumpel fragen, mit dem ich bin ich beim Skype-Telefon irgendwie auf Gyrosdos gekommen. Er ist halt ein griechischer Fleischdrache. Nom nom, lecker, lecker. So. Truaba fliegen Action. So, Hauptsache nach Nyborgia fliegen. So, jetzt darf uns der liebe Enderman hier durch die Gegend surfen. Aber beim Garados ist das wenigstens authentisch. Im Gegensatz zum Aquana. Ach nee, Quatsch, wir haben jetzt zwei Wasser-Pokémon. Haha. Und dann natürlich das, was da weiter oben liegt, ist natürlich ganz klar. Ist so logisch. Bam, bam. Ba, 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 da, da. So, ja, ich weiß, erster Schritt in Kanto. Bla, 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 blub. So, ich hoffe echt, wir brauchen unsere Kaskade nicht ganz so lange, weil da hätte ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Dum, dum. Ich nutze den Surfer und fahre erst natürlich nochmal nach links, weil hier gibt's noch etwas und ein Mondstein. Cool. Das ist natürlich aktuell für uns sehr unnütz, weil wir haben kein Mondstein entwickelbares Pokémon. Du, der Schutz, der ist aus. Das ist für mich ein Graus. Ich weiß, ich sollte aufhören zu singen. So, möchtest du Kaskade einsetzen? Boah, ja klar, es wurde hochgetwistet, ist logisch. Yay, runtergetwistet, war viel einfacher. So, da sind wir schon auf der anderen Seite angekommen und dürfen uns hier erstmal in ein Häuschen umgucken. Mit einer Oma, die gibt uns was, oder? Worin möchtest du mit deinem Pokémon? Nächster Pokémon-Liga, Mann. Sind deine Pokémon loyal genug, um zu gewinnen? Ich werde das prüfen. Alle Pokémon vertrauen dir blind. Es ist schön, einen guten Trainer zu treffen. Hier ein Geschenk für deine Reise.
TM37. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das ein Sandsturm-TM. Die total, ja, genau. Für mich ziemlich unnütze ist, das ist doof. Aber egal. Oh, nerv mich nicht. Just don't nerv me. Kai, ich bin's, Rosmarie. Bist du in der Nähe? Lass uns kämpfen. Nö. Ich bin nicht in der Nähe, von daher, nein. Eleganten Korb gegeben. So, du willst doch fighten, ne? Das sieht doch auch nach einer Trainerin aus. Flori, deine erste Kampfprobe. Hier kommen nur selten Menschen vorbei. Trainierst du vollkommen allein? Ich habe meine 6 Pokémon bei mir. Ich bin nicht allein. Das sind meine Freunde. Maya möchte fighten. Oh, Bisan, ja. Oh, wie süß. Ich will auch. Oh, Bisan ist so sweet. Ich find's so niedlich irgendwie. Auch wenn die weiter mit total creepy aussieht, aber ist egal. So, friss eine Tablette. Eine Tablette. Wie auch immer. Crimson. So. Nein, nichts heulen. Du heulst mich nicht an. Friss meine Tablette. Zwei der Attacken sind sehr effektiv und Donner ist nicht sehr effektiv. Swoop. Ein paar EXP. Ein Bisaknosp. Ich dachte, jetzt kommt ein Shiggy und ein Glumanda. Jetzt habe ich mich voll unterschätzt. Bisa. Hier friss mal erstmal eine Donnerwelle. Gefusselt, geschfusselt oder schissel und ein Nizzle. Razor Leaf. Oh nein, Schlitz. Dürfte Flori nicht viel ausmachen, weil der Stahltyp ja so wunderschöne viele Resistenzen hat, was total geil ist. Selbst der Volltreffer macht ab mal 20 Schaden, was echt läppisch ist. Burn Twins. Ja, man sieht, es macht schon weniger Schaden als bei dieser Samen, aber es ist ja auch eine Weiterentwicklung. Ja, macht ja irgendwie Sinn, ne? So, ihr seht, der Schaden ist nicht wirklich jetzt berauschend. Weder von ihm noch von mir irgendwie. Aber ich glaube, wir sind da doch ein bisschen besser, ne? Es ist paralysiert, geil. Und der Donnerschock dürfte eigentlich ausreichen. Und, ja, down. Schön. Badabam. Es gibt EXP. Und Bisaflor. Okay, jetzt tausche ich, aber das mache ich nicht nochmal mit. Ja, Turkano, mach du das mal. Du dürftest den Problem, was mit einem Flammenrad one-hitten. Oh, Bisasam sieht noch so süß aus, aber das große Bisaflor ist einfach nur wie... aus. So, und Turkano ist dagegen, wie es richtig cool und macht einfach mal einen schönen Flammensalto oder sowas in der Richtung und macht einfach mal... So, Tschüssikowski an den dicken Klumpen, hier an den dicken grünen Klumpen. Und... Oh, hat nicht ausgereicht. Wow. Oh nein, ach, daneben. Verkackt. So, friss eine Glut und dann ist es auch down. So, so, so. Ich bin gespannt, wie lange das Let's Play jetzt noch dauert. Weil ich freue mich schon sehr auf die nächsten Let's Plays, ne? Schon krass und so. Oh, du bist wirklich stark. Ja, danke schön. Gibst mir Geld. Finde ich gut, ich habe mir ganz schön viel verballert. Oha. Sieht gerade nicht so schönes Wetter auf draußen, aber ist mir egal. Ich sitze doch zu Hause und zock einfach nur ein bisschen. So, wir nehmen mal eine Limo und spenden die einfach mal eiskalt Flori, auch wenn es nur 30 XP sind. Ist mir egal. HP, so rum. Entschuldigung. So, du Klumpen, kämpf mit mir. Du siehst sehr stark aus. Ich will gegen dich kämpfen. Oh Gott. Meine Stimme kackt ab. Na, Blondie? Als Trainer Ed möchte fighten. Ich hab mir gerade voll verschluckt. Ich wollte gerade was trinken und da macht er mir ein Mirror Match Magneton gegen Magneton. Naja. Ach komm, was soll der Geiz? Hier mache ich nicht, ne? Das ist ja mal voll schwachsinnig, das jetzt hier auszukosten. Da ist wieder Zeit für unseren lieben Durkano erstmal einen richtigen Flammenrad rauszuholen und er ist mal richtig hinab zu fackeln. Oh, der kann Donnerblitz, wie unfair. Ich will auch. Boah, du Arschratte, du. Boah, das will ich auch. Warum können das die NPCs und ich nicht? Das ist total unfair. Burn! Friss das, du Spaß. Und? Down, down! Swoon! Schwing! So. Und als nächstes kommt ein Mordor. Okay, jetzt bräuchten wir ein Pflanzen-Pokémon, was wir nicht haben. Toll. Und nur... Aber ist Resistenz gegen Erde. Würde aber von Wasserattacken auch Schaden abkriegen. Und das glaube ich nicht offensiv genug, um meinen Mordor richtig Schaden zuzufügen. Sakolina ist gut gegen Wasser, aber nicht so gut gegen Erde, falls er ein Erdbeben drauf hat. Ich nehme Pidikidi.
Ich glaube, der hat genug den Spezi-Angriff auf Lager, um so einen Morlord anständig niederzuschnetzeln. Bam. Miau. So, friss einfach mal einen Psychstrahl. Wuss, 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 wuss. Bremsen. Und? Na, okay. Auf jeden Fall über die Hälfte. Oh nein, hör auf mit Amnesie. Das ist nicht gut. Ich habe zu viele spezielle Pokémon. Wuss, 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 wuss. Bremsen. So, dann wäre der Klumpen auch down. Tschüssikowski, du Knödelkoyote. So, next one, please. Ein Owei, Owei. Da habe ich übrigens eine lustige Geschichte zu, was ich mal erfahren habe, als ich bei PokeWiki gelesen habe, woher der Name eigentlich stammt. Ein Owei. Erstmal ist es ein Wortspiel mit dem Ausdruck Owei, Owei. Also, wie oh mein Gott sozusagen, in der alten Verfassung, ne? Aber Owei besteht eigentlich aus dem Wort der Ei und aus OW. Und zwar da aus dem, ich glaube, war das das? Ich glaube schon. Aus dem lateinischen Wort für Ei und aus dem deutschen Wort für Ei, nämlich Ovum. Das ist lateinisch für Ei und soll halt dieses OW symbolisieren und Ei, also es heißt eigentlich Ei-Ei sozusagen. Naja gut, wenn sie Spaß dran haben. Der Name im Englischen ist noch viel cranker, der total random irgendwie ist. Da ist einfach nur Execute, das von Execute kommt. Da wurde einfach nur ein Egg dazwischen gemessen und wird sozusagen als exekutierendes Ei dargestellt, das auch irgendwie ein bisschen scheiße ist. Aber, oh oh. Ich sitze in der Trainerzange. Nein! Sag nichts. Lass mich raten, woran du denkst. Ein Psycho. Also wenn du meditieren willst, heißt der Ausdruck Om und nicht Hm. Du willst mit den Pokémon zur Pokeliga gehen. Nein, ich gehe hier lang, um dir in die Eier zu treten, Kumpel. Srilli. Swill. Oh, ein Starmie, das ist für Flori gut. Denn der freut sich doch mit einem Donnerschock immer über einen Starmie. Oh nein, es ist schneller und hoppt einen Blubstrahl um die Ohren. Scheiße! Das könnte ein bisschen wehtun. Oh, Alter, ja, raste richtig aus. Raste einfach aus. Boah, wie krank, Alter. Ich bin 7 Level höher, du Arsch. Du kannst mich mal. Das macht mehr Schaden, aber nicht so viel wie erwartet. Nein, bitte nicht nochmal ein Volltreffer. Das wäre echt scheiße jetzt. Wollte gerade sagen, hör mal auf hier. Gefwizzle, gefwizzle und a shizzle und a nizzle. Das ist down, du Arsch. Swoot, schöne XP für ihn. Noch ein Owei, Owei. Was haben die alle mit Owei, Owei hier? Das ist, glaube ich, auch das Pokémon mit extrem vielen Schwächen. Meine, das ist ja Käfer-Psycho, ne? Das hat extrem viele Schwächen. Eine vierfache Käferschwäche, Unlichtschwäche, Feuerschwäche. Geistschwäche, Flugschwäche, Giftschwäche, das ist echt extrem. Also ich glaube, es sind 7, ich möchte es meinen, aber ich... 100% sicher bin ich mir jetzt auch nicht, ne? Warte mal, zählen. Unlicht, Geist, vierfach Käfer, Feuer, Flug, Gift sind schon mal 6. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Eis. Eisschwäche, genau. 7 Schwächen hat das Ding. Und davon ist eine sogar vierfach. Also, Kokowai ist auch ein Pokémon. Das ist, naja. Ivo Knievo. So was hat man jetzt eingesetzt. Girafari, glaube ich, ne? Das ist ein Psycho-Pokémon. Das macht man Sakulina. Und die hat einen Biss und das ist effektiv. Und was ich schon mal im Pokémon Stadium 2 erzählt habe, kann ich hier nochmal erzählen. Girafarik ist ein Palindrom, ein Wort, was sich von hinten und vorne gleichermaßen lesen lässt. So wie Lagerregal, ne? Kennen wir ja alle. So, nom nom nom, das ist sehr effektiv, macht massive Damage und schreckt sogar zurück. Danach kannst du von mir einen Eissturm kassieren, der dich letztlich auch umbringt. Bewerf dich mit gelben Sternchen, du bist tot! Swoot! Level up für Sakulina, yay, epic! Twing! Boah, 5 KB dazu bekommen, wow, raste richtig aus! Das ist zu viel. Ja, für dich auf alle Fälle. Oh nein, ich dachte, ich komme hier rum. Hm, du bist gut, nicht wahr? Noch schon Psycho? Ich hoffe nicht. Doodly-doo-doo-doo. So, Astrainer, Arschtrainer, Andro möchte fighten und hab nur ein Pokémon. What the fuck? Ein Sandama. Ja, nein. Not troll with me, bro. Finde ich nicht gut. Das kann Sakulina ebenfalls machen. Einfach weil Baum. Weil das ist Level 35, das ist nicht gerade schwach. Yo, Schlitz, Schlitz! Siehst du?
Von wegen ist von Looks Like Link alles geklaut aus Pokémon. So, Surfer, damit es auch wirklich down geht. Spülmodus, einmal den extra Spülwaschgang für ein dreckiges Erd-Pokémon. Splush, Brimsen. Du bist down, du kleiner Clown. Okay, den Reim hatte ich jetzt eindeutig schon zu oft. Swoot, Floria, ich glaube 38. 38, ich wollte jetzt 35 sagen. So, Ass-Trainer Andro, Arsch-Trainer Andro wurde besiegt. Wie ich dachte. Ja. Freu den Keks, dass du rausgefunden hast, dass ich stark bin. Oh, da sind ja noch mehr. Hört das mal endlich auf hier. Die lassen mich hier nicht in Ruhe. Was finde ich nicht gut? Habe ich mal wieder ein Tafelwasser gekauft? Nee, ich glaube nicht, ne? Okay, dann reicht das erstmal. So, wen lassen wir jetzt nach oben? Weil du bist jetzt Level 38, Kumpel. Du musst nicht mehr trainieren. Ich würde sagen, wir lassen mal Troava nach oben. Ist eine Frau, vielleicht hat sie ja Pflanzen-Pokémon. Du solltest die wilden Pokémon, die hier leben, nicht unterschätzen. Oh, endlich mal trainingsbereite Pokémon. Das wäre endlich mal nützlich. Oh, gerade fängt an zu regnen. Nicht gut. Nicht gut. Arschtrainer Bea möchte kämpfen. Oh, geiler Arsch oder wie? Egal. Ein Starmie, ja, das finde ich jetzt nicht so gut. Starmie ist böses Pokémon, weil es unheimlich schnell ist und auch ziemlich reinknüppeln kann. Aber ich flieg einfach mal weg. Weil wenn es einen Eisstrahl hat, dann könnte das echt... Nö, okay, Duftstrahl. Das sollte Truhe aber eigentlich ein-, zweimal aushalten. Hoffe ich jedenfalls. So, das zieht auf jeden Fall über die Hälfte ab. Das ist gut. Ja, das geht, ne? Das halte ich aus. Swoot! Einmal wieder in den Himmel emporgestiegen. Es kann Genesung! Trollololol! Nein, wie scheiße. Friss das! Stirb! Stirb, du Stern! Okay, das ist doof, wenn der jetzt Genesung kann. Wieso kannst du Genesung, du Arschgeige? Das ist nicht... Und meine Init sinkt, na toll. Hör auf, mich zu trollen. Und hör auf, mir auf Volltreffer einzuhauen. Du Arsch! Friss meine Sterne! Oh Gott sei Dank reicht das aus, ey. Die Pokémon sind nicht übel hier. So, Arschtrainer setzt Nidoqueen. Okay, jetzt haben wir es auch regulär gesehen. Also, no Troll mehr. Das macht Pity Kitty, weil die ist dafür der Spezialist, habe ich gemerkt. Die hat nämlich teilweise mit der Konfusion 27er Nidoqueens One-Hit-Killed. Da sollte das beim 33er Nidoqueen jetzt auch funktionieren mit einem legendär mächtigen Psy-Strahl. Ich warte, da muss auf die Psychokinese, dann wird Pity Kitty hier so richtig abrocken. Ich stopp, Alter. Und wenn ich die Arena erstmal, die ganze Liga hinter mir habe, dann werde ich mir auf jeden Fall Donnerbits für meinen Magneton holen. Flammenwurf für Dragano und einen Eisstrahl für Sakulina, das weiß ich jetzt schon. So, da kommt ein weiteres Starmie. Nö. Scheiße. Zu angeschlagen. Ist mit Psychoattacken nicht sehr effektiv. Ist mit Feuerattacken nicht sehr effektiv. Das ist schlecht. Ach, Flori, mach du da deif, ist mir egal. Da, 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 down, down. Ich werd dich jetzt verhauen. Dann gehst du ganz schnell down. Oh nein, er ist schneller als ich. Blubstrahl! Blub, schon klar. Blub mich nicht an, Mann. Okay, das war wesentlich schwächer als der vorige. So, du frisst einen Donnerschock, der wird dich wieder nicht umbringen, wie ich so richtig geschätzt habe. Ja, leider. Schade. Oh, die sind ja... Oh, ja, das kannst du machen. Weil das reicht eh nicht. Das wird nie und immer reichen. Der stirbt trotzdem. Da wäre es für dich klüger gewesen, einen Blubstrahl zu wählen. Hätte wenigstens noch ein bisschen Schaden gemacht. Aber gut. Ist halt eine dumme PC-KI, ne? Hätte ich jetzt allerdings... ich hatte im Gedanken kurz, soll ich Triplette einsetzen? Hätte ich es gemacht, dann hätte es definitiv überlebt. Dann wäre es scheiße gewesen. Oh, du bist viel zu stark. Ja, für dich, aber insgesamt nö. Viel zu stark bin ich noch lange nicht. So, hier kommt doch bestimmt mir gleich ein Trainer entgegen, ne? Na, oh, ich wusste es. Oh, Mann, oh. Ich surf mal eine Runde darüber. Mal gucken, was da so gibt. Huhu. Huhuhu. Huhuhu. Oh, hier kann man wieder runterspringen. Oh, wie toll. Wie unnütz ist das denn bitte? Toll. Kann man ja nicht unten irgendwo hin surfen? Ach, und der Part ist auch schlecht wieder vorbei, glaube ich. Warte mal, ich muss mal jetzt Looky-Looky machen hier. Der Part ist ja schon wieder vorbei. Oh Mann. Da habe ich doch so wenig geschafft bloß. Das war doof. Nee, hier geht's nirgendwo hin. Okay.
Okay, hier geht's nirgendwo hin. So. Würde ich sagen, dann beende ich an der Stelle hier den Part, Freunde. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Pokémon Crystal. Und bis dann wieder mal. Danke fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Tschüss, Sikowski und ciao.